Derbyzeit in der Wilskistraße, der Berliner Hockeyclub gegen den TC Blau-Weiß. 16 Mal fand dieser Berliner Klassiker heute statt. Die Vereine liefen zum ersten Mal zum großen Derby-Day auf. Es spielten Eltern, Kinder, Senioren, ach einfach alle gegeneinander. Das große Highlight, die Partie der beiden Bundesligamannschaften. Und denkt dran, wir brauchen hier füreinander, miteinander. Und was ist ganz wichtig in so einem Spiel? In so einem Spiel ist wichtig, dass man Selbstbewusstsein an den Tag legt. Das muss jeder Einzelne für sich wissen und an den Tag legen. Also hauen wir jetzt richtig rein. 1, 2, 3! Was soll man dazu noch sagen? Recht hat Martin Zwicker auf jeden Fall. Dieses Derby elektrisiert einfach jeden. Der BRC war der große Favorit, aber in den vergangenen Partien konnten die Männer von Alexander Starr immer sehr gut mithalten, besonders im Kampf überzeugten die Blau-Weißen. Das Match gehörte trotzdem erstmal den Gastgebern, die mit viel Druck aufs Gehäuse von Tobias Franzke. Scharfer Pass von Zwicker auf Westfalen und wie kann er den denn bitte nicht reinmachen? Das war verdammt eng. Die Hausherren schwungvoller und mit einem hohen Ball in die Spitze. Pitt Arnold nimmt den Pass locker an, schön vorbeigegangen auf Gomoll und bitte danke 1:0 für den BHC. Das war's. Erst einmal deswegen Auszeit und weiter geht's. Nach der kurzen Besprechung versucht dann auch mal der TC Blau-Weiß sein Glück. Stubbe verhindert das aber und quasi im Gegenzug eine Strafecke. Gewusel, noch mehr Gewusel und dann der Pfiff, 7 Meter für die Heimmannschaft. Eine Sache für Jonas Gomoll, der tritt an und trocken rein, 2:0. Das war dann aber auch der Halbzeitstand. Blau-Weiß einfach nicht genug Zug zum Tor. Deswegen das Pausenergebnis gerecht. Im zweiten Durchgang das Spiel etwas ausgeglichener und die Gäste mal mit einer Möglichkeit über eine Strafecke zu punkten. Aber das war wirklich mal gar nichts. Und sowas wird dann bestraft. Und zwar gleich doppelt. Zunächst Gomoll und gleich hinterher Martin Hehner. Ehe man sich's versah, stand es 4:0. So schnell kann auch ein Derbyfieber sinken. Die Luft fast schon ein bisschen draußen. Der Berliner HC musste nicht mehr und Blau-Weiß, sagen wir mal so, konnte nicht. Wir sind gerade im Umbruch, wir haben viele Ausfälle, viele Verletzte, viele Abgänge und die zu kompensieren erfordert halt ein paar Wochen. Da kommt dieser BHC-Brocken etwas zu früh. An dieser Stelle auch mal gute Genesungswünsche an einen besonderen Verletzten vom Gast. Jonas Weinhardt nach einem Mopedunfall liegt er im Krankenhaus, wird wohl ein Jahr pausieren. Gute Besserung. Das wünscht man auch seinem Team, denn nach dem weiteren Treffer von Jonas Gomoll war hier das Ding gegessen. Schöne Eckenvariante und dann stand es am Ende 5:0, allein 4 Tore vom Rückkehrer aus den Niederlanden. War ja klar, dass ich wieder zurückkomme, nur dass ich nicht jetzt zurückrunde schon wieder zurückkomme. Und deshalb war schon im Derby da noch 4 Tore. Ja, sehr zufrieden. 2:0 ist ganz positiv. Ich finde, vielleicht 2:0 ist besser als noch ein Tor. Und ich habe lieber 5:0 als 6:1. Platz 5, ein Punkt Rückstand auf einen Final Vorplatz und ein Derby-Sieg in der Tasche. Damit kann es dann frohen Mutes zum Verfolgerduell gegen Krefeld kommen. Blau-Weiß muss dann als nächstes zu Uhlenhorst Mülheim.